Ich liebe es, diese laute Musik. Da ist es, ja, das ist nicht nur ein Geschmack von mir, sondern das ist auch zu sehen, was da in den Herzen passiert. Nicht nur, dass sie sichtbar werden, sondern sie werden auch berührbar, veränderbar. Sie sind bereit, ein Elend abzugeben. Das ist alles. Und das, gut, ich liebe die laute Musik, sie hilft dabei. Es gibt natürlich jede andere Technik auch, es ist alles völlig gerechtfertigt. Aber nachher noch ein bisschen lauter, Roland. Gut. Und diesem, ja, das dürft ihr euch wissen, die Musik da ist von Peter Wenzel, von meinem Freund, der mir die komplette CD gemacht hat. 5 Stück, glaube ich, waren es. Und bis er fertig ist, quallen dann die Köpfe. Jedenfalls denke ich das mal.
ist der Teil jetzt hier zur Demo, dass man sieht, womit man das zu tun hat. Jetzt geht es im ganzen Saal. Ich liebe es, diese laute Musik. Da ist es, naja, das ist nicht nur ein Geschmack von mir, sondern das ist auch zu sehen, was da in den Herzen passiert. Nicht nur, dass sie sichtbar werden, sondern sie werden auch berührbar, veränderbar. Sie sind bereit, ein Elend abzugeben. Das ist alles. Das, gut, ich liebe die laute Musik, sie hilft dabei. Es gibt natürlich jede andere Technik auch, ist alles völlig gerechtfertigt. Aber nachher noch ein bisschen lauter, Roland. Gut. Und diesem, ja, das dürft ihr euch wissen, die Musik da ist von Peter Wenzel, von meinem Freund, der mir die komplette CD gemacht hat. 5 Stück, glaube ich, waren es. Und bis er fertig ist, qualmen dann die Köpfe. Jedenfalls denke ich das mal. Jetzt geht es darum, dass wir diesen Prozess nochmal beschleunigen. Das lässt sich dann auch nochmal beschleunigen. Das ist schon schnell, aber es geht auch noch schneller. Und dazu können wir jetzt eine Übung im ganzen Raum machen. Während dieser Übung wird meine Andrea mir helfen. Sie wird in der Westkurve arbeiten. Und dann werden wir sehen. Und ich mal da vorne. Gut, so, dann machen wir das. Das sieht dann so aus, dass wir die Hände so im Schoß liegen haben. Dabei ist die linke Hand mit der Handfläche nach oben. Wichtig, und die rechte Hand hat die Handfläche nach unten. So sollte es sein. So, 2. So, schließt eure Augen. So, schließt eure Augen und konzentriert euch auf eure Zehenspitzen. Ja. Konzentriert euch auf eure Zehenspitzen und sause mit deiner Aufmerksamkeit von den Spitzen deiner Zehen hoch in dein Becken. Und von deinem Becken weiter hoch zu deinem Herzen und fühle das vollständig mit deiner Aufmerksamkeit. Und sause von deinem Herzen deinen rechten Arm hinunter in deine Hand, in die andere Hand, deinen linken Arm zurück in dein Herz. Einatmen über die Zehenspitzen hoch in dein Becken, füllen hoch in dein Herz, noch mehr füllen. Ausatmen von deinem Herzen über deine Arme zurück.